Willkommen bei Yvonne Hat die Maus raus und ich zeige euch heute zwei Schmuckerbürsten. Einmal von der Firma Eikweich, das ist dieses hier. Einmal von der Firma Puley. Es sind die Monatsabos von August. Und das Schöne daran ist, es ist unbezahlte Werbung, wie immer auf meinem Kanal. Ich habe mir beide Abos geholt, weil ich einfach finde, dass das so richtig schöne Kollektionen sind, die mir persönlich sehr gefallen haben. Ihr könnt drunter schreiben, ob es euch auch gefällt, was euch besser gefallen hat. Das eine ist so ein bisschen mehr basic, das andere ist schon sehr individuell. Und ich mag auch, wie das Ganze erschaffen worden ist, zum Beispiel bei Purelay. Deswegen starten wir auch direkt mit dem Mahina Club. Den bekommt ihr immer in so einer Verpackung. Es ist eigentlich ganz schön gemacht. Es ist mit sehr viel Liebe verbunden, finde ich persönlich. Und wie gesagt, das ist unbezahlte Werbung. Ich habe nichts davon, dass ich das hier mache. Auch wenn YouTube im Moment voll ist mit Kooperation, das ist überhaupt nicht schlimm. So, Every Drop hat tatsächlich jedem, der den Mahina Club abonniert hat, drei Packungen ihrer Seife reingepackt. Und zwar ist das die Sorte Zitrone, Zedern, Holz, Lavendel. Also in einer Packung. Ich finde das toll, weil wer sowas mal gerne probieren will, man kann es verschenken. Es ist nachhaltig, dass ihr nicht immer die neuen Plastikverpackungen so kaufen müsst und so. Und ihr könnt es euch eben selber vermengen. Das Pulver einfach mit Wasser mischen, einmal kurz durchschütteln, sage ich mal. Und schon habt ihr Seife. Finde ich super. Passt auf jeden Fall. Was besonders jetzt hier in dieser Verpackung auffällt, ist, dass es nicht der ganz normale Mahina Club ist, weil er ist ein bisschen durchgestylter. Er hat ein Muster. Das sind meistens dann die besonderen Editionen bei Purelay, wo Purelay einfach sagt, da machen wir noch ein bisschen mehr Kreativität, weil normalerweise sind sie ganz weiß und nur das Mahina Club Logo drauf. Aber es ist, ja. Die liebe Jana hat das Ganze gemacht. Dieses Schmuckset ist eben entworfen von der lieben Jana, die ich ja persönlich auch schon mehrfach getroffen habe auf den Events in Köln. Ja, in Köln war das ja immer, wenn der Wagen da ist. Und sie hat einen Hund, der heißt Milo. Das kommen wir später zu. Ich zeige euch jetzt erstmal, was hier drin ist. Aber es ist gerade ein bisschen verheddert. Wenn ihr nur Eikosch sehen wollt, dann bleibt ein bisschen dran oder spult vor. Ich gebe euch die Zeit an. Das sind beide Schmuckstücke, die hier drin sind. Im Sinne der Lotusblüte, die ein Aushängestück von der Firma Purelay ist, gibt es hier einmal ein Fußkettchen und einmal eine Y-Kette. Ich finde das richtig, richtig schön, weil ich einfach auch so ein bisschen der Lotusblüten-Fan bin. Unabhängig vom Purelay, das interessiert mich nicht, ob das jetzt deren Aushängestück ist. Aber ich habe mich so auch für Jana gefreut, dass sie wieder eine Chance hat, das zu machen, weil sie eben auch sehr aktiv für Purelay ist. Sie ist einer der Gesichter von Purelay. Es gibt ja immer so zwei, drei, wo man weiß, das ist Purelay. Und ich mag es einfach. Ich würde sagen, wir gucken uns die Schmuckstücke mal an. Es ist immer zwei Schmuckstückchen, es ist meistens irgendeine Kette und dann Ohrringe oder ein Armbändchen, ein Fußbändchen. Schaut mal bitte, wie schön das glitzert. Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Ich finde das richtig, richtig nötig. Ich finde auch gut, dass die immer den Karabinerhaken da haben. Ich habe einmal dieses Plättchen hier gedreht, das ihr sehen könnt, mit dem Mahina Club Logo. 25 Euro ist für die Firma Purelay wirklich nicht viel, wenn ihr zwei Schmuckstückchen kriegt, weil ihr zahlt 12,50 Euro. In den Abos kriegt ihr diese noch viel, viel günstiger. Und ihr seht das. Also es ist jetzt kein Armband normalerweise. Dann hätte es ja so sein müssen. Es ist ein Fußbändchen. Das werde ich euch jetzt nicht antun, dass ihr euch das anschauen müsst an meinem Fuß. Aber ich liebe sowas, ne? Ganz ehrlich, ich finde das so süß. Total hübsch. Ich habe aber auch gesehen, wenn ihr zum Beispiel Extender zu Hause habt, was ja natürlich möglich ist, dann könnt ihr euch das noch verlängern und daraus eine Kette machen, also eine engere Kette. Sowas finde ich auch eine total geniale Idee. Das hatte ich in der Purelay Facebook-Gruppe gesehen, Purelay Verkauf. Ich verlinke es euch einfach mal in der Infobox und ja, freue ich mich drüber. Dann haben wir hier als zweites eben, wie ich auch schon erwähnt habe, eine Kette dabei. Das ist diese hier und ich finde auch das wieder richtig, richtig schön, weil es ist eine Y-Kette. Anders als manche andere Ketten ist das eine richtig schöne Y-Kette, wo auch das hier so verdreht ist. Seht ihr das? Die Kordel bzw. die Kette ist so eine gedrehte Optik. Finde ich auf jeden Fall total mega. Ihr habt immer auch verschiedene Ösen, wo ihr das einhaken könnt. Aber ich glaube, diesmal ist es zum ersten Mal, dass da keine zweite Öse ist. Finde ich ein bisschen schade. Hätte ein bisschen anders sein können. Aber diese Kette passt definitiv hier, weil die echt lang ist. Ne?
Ich hatte das auch schon in anderen Videos. Also ich habe natürlich, wenn ich sehe, dass Leute Kooperationen haben, schaue ich auch gerne bei denen in die Videos rein. Weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie Leute sich freuen, wenn sie dann eine Kooperation kriegen und so weiter. Und das ist schon echt knuffig. Fast jeder hat im Moment eine Kooperation. Außer ich, Dankeschön. So, ihr seht, das ist extrem lang. Das heißt, das könnt ihr eigentlich nur tragen, wenn ihr einen extrem großen Ausschnitt habt. Also ich hatte mal gesehen, irgendjemand hatte jetzt geschickt mit Bikini, dann sieht es wieder absolut top aus. Man kann vielleicht auch ein bisschen damit sich arrangieren. Ich hänge es mal ein bisschen höher, dass man sich einfach ein bisschen höher hängt. Aber natürlich extrem hoch geht nicht. Ich werde da auch wieder ein bisschen ausprobieren müssen, wie es für mich am besten ist. Aber ich mag diesen Look, ich mag diese Steinchen. Es kann vorkommen bei so welchen Schmuckstücken, dass zum Beispiel ein Steinchen mal verloren geht. Dann schreibt einfach Pure Relay an. Sagt denen, schildert denen das. Und wenn ihr es selber über die gekauft habt, ist das eigentlich niemals ein Problem. Genauso wie der Schmuck ist immer nickelfrei. Ich habe eine Nickelallergie. Der ist immer schnickelfrei. Sollte mal irgendwie ihr doch einen Ausschlag deswegen kriegen, weil irgendwie die Versiegelung nicht so gut geheißen hat, dann schreibt Pure Relay an und ihr bekommt Ersatz dafür. Das ist überhaupt kein Problem. Oder Warenwert erstattend. Ja. Hier haben wir einmal das Zettelchen. Den habt ihr immer dabei. Ihr seht, das ist schön verpackt. Das ist ein Zettelchen dabei. Passt eigentlich und noch Geschenke dazu. Jana mit Milo. Ich hoffe, ihr seht das jetzt so ein bisschen. Ich sehe es nämlich gerade gar nicht, aber ich hoffe, ich halte es richtig rein. Sie ist auch zum Beispiel, ich war ja bei der Galerie in Düsseldorf, da war sie dann den Tag vorher auch. Dann in Köln an diesem Wagen, da war ich ja auch schon zweimal. Und auf der Challenge, die im Moment läuft, ist sie, glaube ich, auch. So, so sieht es eben aus, wenn ihr das zum Beispiel mit einem weiteren Ausschnitt tragt. Ich habe jetzt nicht so eine Bluse, die so einen weiten Ausschnitt hat. Also kann ich es leider so nicht zeigen, aber ich finde die Schmuckstücke echt schön. Ich gucke mal kurz, hier sind Tragekombinationen. Ihr habt hier oben zum Beispiel, ich halte es euch mal so rein, hier oben, das ist die Kalea-Kette, glaube ich. Ja, mit den 5 und dann darunter, ja. Auf jeden Fall ist das mega, mega schön. Was auch wichtig gibt, es gibt da so ein Monatsabo-Band. Ich habe leider nicht die Anhänger davon von den letzten Monaten, weil ich hätte mir die auch noch alle kaufen müssen. Aber da gibt es eben so ein Armband, wo ihr dann die Schmuckstücke dran sammeln könnt. Und da ist eben auch das ganz, ganz Neue aus diesem Monat auch dabei. Total süß. Einer hatte so eine Kette in dieser Optik und hatte sich dann 3 oder 4 von denen hier gekauft und dran gemacht. Habe ich auch gesehen. Alles eben immer bei Facebook. Ich lasse mich da so ein bisschen inspirieren, was für Meinungen da drin sind, wie man das tragen kann und so. Ich finde das sehr informativ. Ich liebe sowas und deswegen schaue ich das selber sehr gerne. Wo wir jetzt aber zu kommen, ist natürlich das Eyequash-Abo. Ich habe gerade auf die Uhrzeit geguckt, damit ich euch reinschreiben kann, wie das da aussieht, ab welcher Minute das Eyequash losgeht. Das packe ich dann immer in den Kommentaren. Tatsächlich ganz anders als der Mahina Club. Es ist ein Tütchen mit 2 Säckchen. Da dran sind dann die Schmuckstücke und es sind einfach totale Basics. Ich finde sowas total schön manchmal, nicht immer. Wenn die so ein bisschen besonders sind, die Basics. Und ich finde tatsächlich, die letzten Monate war auch der Mahina Club echt, nicht der Mahina, sondern das Eyequash-Abo echt schön. Seht ihr das? Seht ihr diese Spielerei mit diesem Schmuck? Ich finde das richtig, richtig toll, weil es total schön kombinierbar sind mit anderen Schmuckstücken. Das könnt ihr mit fast allem kombinieren und deswegen habe ich es mir gekauft, auch 25 Euro. Wichtig ist auch, die sind immer vergeudet, also richtig vergeudet. Und wer meckert darüber, dass das teuer ist, der sollte mal bei anderen Firmen wie Pandora und so schauen. Die arbeiten ähnlich oder wie jetzt Pure Relay und Eyequash und kosten mehr. Ne? Also da müssen wir uns auch nicht vormachen. Viele arbeiten mit diesem Edelstahl oder Silber und dann nur legiert und nicht komplett 100% Gold. Das sieht jetzt so aus. Hier seht ihr das. Ich lasse auch ganz oft einfach das so verschwinden und lasse das als Y einfach rausgucken. Finde ich auch total süß. Es liegt ein bisschen eng an. Ich gucke mal kurz, ob wir da ein bisschen mehr Platz haben, aber ich glaube, ich gucke mal kurz. Wir haben ja Gott sei Dank die Zeit und die Ruhe weg.
Weil hier sind ja Ösen. Ihr könnt das verlängern. Das ist ganz wichtig. Viele der Ketten könnt ihr verlängern auf eure Stärke, so wie ihr das braucht und wie ihr es auch am liebsten mögt. Also es gibt da gar kein Maß, wie genau etwas getragen werden muss. Und ihr könnt kombinieren, was auch immer ihr wollt. Hier seht ihr, das ist ja zum Beispiel ganz locker. Und jetzt mache ich nämlich die Kette ab. Ich hatte nämlich Spoilerbilder gesehen bei iQuash, wie sie das zum Beispiel, diese hier kombinieren, und habe gedacht, so ähnlich kann ich auch. Es ist eine andere Kette, die ist jetzt tatsächlich von Purelay, von der Sita Mars Kollektion. Ihr kennt das ja sicher noch. Die hat so schöne Sachen rausgebracht mit Perlen. Und dann so zum Beispiel kombiniert. Und dann haben wir jetzt hier zum Beispiel diese hier. Das ist aus dem Something Pretty Sortiment, bin ich der Meinung. Ich guck mal kurz. Ja, ich glaube schon. Ich habe schon so viele Schmuckvideos gemacht hier auf YouTube, ehrlich. Ich krieg's bald auch nicht mehr auf die Kette, woher welcher Schmuck kommt. Wenn es nicht gerade so mit 1000% gezeigt wird, weiß ich es gar nicht mehr. Ja. Oder ihr könnt es eben einmal hier mit einer Perlenkette kombinieren. Ihr könnt aber auch noch eine längere Kette mit einer Perle runterhängen lassen. Das war nämlich beworben worden, aber das habe ich gar nicht mehr da, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da habe ich im Moment keine ganz einfache, die ich hätte nehmen können. Hat mich ein bisschen geärgert. Dann könnt ihr es eben so tragen, ne? Einfach mal als Inspiration. Immer der Stuhl. Als Inspiration, wie es zu tragen ist. Ihr könnt aber auch, wenn ihr kreativ seid, einfach einen Charmsanhänger nehmen und ihn hier runter nochmal baumeln lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Macht aus dem Schmuck das, was ihr am liebsten möchtet oder was ihr am liebsten habt, und dann passt das auch alles. Das, was natürlich auch noch dabei war, war Produkt dieses. Und das finde ich mega, weil es ist eben nicht schwer, es liegt also nicht schwer auf der Hand, obwohl es relativ breit ist, relativ lang ist, und trotzdem sieht es richtig, richtig schön aus, finde ich persönlich. Ich mache einmal den Anhänger hier ab, hier dieses Zettelchen, und es ist immer so Uncut-Videos. Ich drehe die in einem durch, mache keinen Stopp rein und lasse es einfach laufen, und wenn dann was ist, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Aber ich freue mich extrem auf die Adventskalender. Gerade iQuash. Habt ihr die Spoilerbilder gesehen zu iQuash? Ich so, ja, das muss ich auf jeden Fall haben. Purelay habe ich Spoilerbilder gesehen. Ich kann ja ganz ehrlich sein, das ist ja hier unbezahlt und nichts und keine Kooperation und so weiter. Ist mir im Moment bisher von den Spoilerbildern tatsächlich extrem basic. Also extrem basic, alles schon mal irgendwie gesehen. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich es nehme. Das steht noch in den Sternen. Dann Heidemann Adventskalender, denkt ihr jetzt sicher? Ja, der ist in meinem Favoritenstatus, weil ich einfach sage, ich habe den zuerst gefunden, also mache ich jetzt zuerst der Werbung. Ich kriege das nicht ab. Und ich will jetzt nicht zu sehr reißen, sonst reiße ich das nachher kaputt. Das müsst ihr dann einfach mit einer Schere abschneiden und das jetzt wegdenken. Aber so sieht das Ganze aus. Es ist richtig, richtig schön, und das könnt ihr eben vielseitig kombinieren mit anderen Schmuckstücken. Ich finde sowas einfach total cool, wenn es nicht mehr der Standard ist, ne? Klar mag ich Basic, und wenn es schöne Basic-Sachen sind wie dieses hier, was so ein bisschen ausgefallener ist, finde ich es absolut mega. Aber wie gesagt, wenn man auch relativ viel schon hat, wird man natürlich ein bisschen anders. Aber iQuash hat zum Beispiel alleine die Verpackung vom Adventskalender, die ist so absolut Hammer. Ich habe das bei Instagram bei Yvonne Hulti Mausritter rausgeteilt. Absolut mega. Und Adventskalender sind ja alle in den Startlöchern. Also sehr, sehr viele sind schon da, auch bei Rossmann und Co. Aber ich sage direkt dazu, für mich, meine Seite ist eher so Food-Adventskalender, Schmuck-Adventskalender und ja, was ist denn Invisible, will ich auch dieses Jahr wieder haben. Nachdem ich das letztes Jahr hatte, nehme ich es nochmal. So ist mein Kanal irgendwie, ne? Es ist eben auch immer, jetzt kommt ein bisschen Disney. Ich bin eben bei Disney Store schon ein bisschen dran am Gucken und so weiter. Gut, das war's zu diesen Sachen. Ich setze dir jetzt noch mal ein paar Punkte hinterher, damit man einfach mal einen Einblick hat. Und zwar bietet der Purelay Mahina Club an, dass, wenn du den abonniert hast, wie ich jetzt diesen Monat, dass du zum Beispiel ein Pre-Pre-Sale drin bist. Also sie haben ja jetzt gerade Geburtstag, sie sind 7 Jahre alt geworden, herzlichen Glückwunsch. Und da hatten sie so einen Verkauf 50% Rabatt, und wenn du Mahina-Kunde bist, kriegst du nochmal 15% Rabatt drauf.
Ja, dafür brauchst du aber einen Code und eine E-Mail. Ja, ihr könnt mal glauben, bei wem der Code und die E-Mail nicht gelandet ist. Wieder ich. Ich hatte beim letzten Mahina Club oder vorletzten, den ich gezeigt habe, schon mal erwähnt, dass das tatsächlich relativ schwierig ist, da reinzukommen. Und bis ich da drin bin, bis ich den Code habe, der geht immer nur eine Stunde. Danach gibt es dann nur noch 10%, 5% oder so. Das staffelt sich dann immer runter. Sind die Sachen, die ich wollte, ausverkauft. Ich habe das dann auch Purelay tatsächlich ein bisschen gestresst gesagt, ganz ehrlich, Leute, was soll denn das? Wenn ihr doch ankündigt, ihr gebt die allen Mahina-Kunden, die euch abonnieren, einen 15-prozentigen Rabatt obendrauf, dann erwarte ich theoretisch, und das ist jetzt nicht bös gemeint, dass ich tatsächlich um 9 Uhr, wenn der dann startet, oder 10 Uhr, ist egal wann, dass ich pünktlich auf der Minute spätestens das da habe, damit ich tatsächlich davon profitieren kann. Und viele werden jetzt sagen, meckern auf hohem Niveau, 10% sind ja auch noch viel und so weiter. Nein, bis dahin waren die Sachen, die ich, also ich habe dann um 8 nach 10, um 9 Uhr ging es los, eine Stunde später war es schon weg, habe ich überhaupt erst von denen den Code gekriegt, dass ich überhaupt rein kann, ohne den Code zu haben für 15% Rabatt, was aber auch schon abgelaufen gewesen wäre. Also Leute, wenn ihr was anbietet, dann macht es doch bitte richtig. Und natürlich sind wir alle Menschen und das passieren Fehler und das ist für mich auch vollkommen okay. Aber es ist ja nicht das erste Mal und ich bin noch nicht die Einzige. Ich kenne viele Leute im Internet, sage ich mal, die das auch nicht gekriegt haben. Also dann brauche ich es nicht zu bewerben, wenn ich dem Mahina-Kunden nicht das gebe, was ich möchte. Was ich gut finde, sind dieses Charme-Special-Armband, aber das ist jetzt auch abgelaufen, weil zum Beispiel der von diesem Monat, der ist relativ schnell ausverkauft gewesen, so wie ich es mitgekriegt habe. Ich habe jetzt heute, glaube ich, nicht geguckt, aber dieser Tage und es war auch nichts mehr da. Ja, ich hoffe im Ganzen, so sieht übrigens das Fußkettchen, wenn du schöne Füße hast, getragen aus. Ne? So, genau. Und Jana macht eben immer die Events und sie macht auch immer die Lives. Purelay geht immer sonntags live und ein Wochenende bevor der neue Monat startet, geht sie live. Zeigt euch den aktuellen Mahina Club vom kommenden Monat, also vom Folgemonat. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, wenn ihr ein Abo habt bei denen, ob ihr das möchtet oder nicht. Ganz wichtig. Also ihr könnt immer noch pausieren. Ihr könnt jederzeit pausieren, aber nur bis zum 27. oder 28. des Monats. Danach geht das nicht mehr. Also ihr habt dann irgendwie 2, 3 Tage Zeit, eventuell das nochmal zu pausieren, wenn ihr raus habt, was da drin ist. Da lohnen sich auch Facebook-Gruppen, wo das immer ein bisschen gespoilert wird. Da arbeiten auch, da sind Embracer, also Leute, die mit Purelay zu tun haben und die geben euch eben die Möglichkeit, die Sachen auch eher einzusehen, ne? Ja, und deswegen weiß ich auch meistens immer vorab schon, was kommt, entscheide mich. Aber wenn ihr wie ich jetzt ein 3, 6 Monate Abo habt, geht das nicht mehr. Ihr könnt dann nicht mehr aussetzen, weil ihr ja vergünstigte Preise kriegt für dieses Abo. Also ich habe jetzt für 3 Monate 57 € bezahlt. Das waren irgendwie 16 € glaube ich, pro Monat, wenn ich mich recht erinnere. Ganz ehrlich, das ist geschenkt. Nee, 18 €, genau. 18 € pro Monat. Und damit kam ich eigentlich ganz gut klar und finde das eigentlich ganz gut. Und wenn dann ein Monat nicht dabei ist, der mir nicht gefällt, dann ist das jetzt einfach so. Ich habe es jetzt einfach weiter abonniert. Ich sage immer wieder natürlich, dass ich mich im Laufe der Zeit mal gefreut hätte, wenn Purelay, ich sag mal, auch mit mir irgendein Deal eingegangen ist. Ich rede noch nicht mal von Kooperation, weil Kooperation ist für mich was Langfristiges, aber es ist mir ehrlich gesagt egal. Sagen wir so, wie es ist. Ich kaufe mir die Sachen, wenn ich sie gut finde und wenn ich sie toll finde, auch den Schmuck und so, und fahre damit ganz gut. Auch iQuash, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen Influencer-Marke, das interessiert mich auch nicht irgendwie, dass es jetzt sein müsste, sondern ich kaufe mir die Sachen. Mein Mann dachte immer so, ja, alle anderen kriegen es geschenkt und du kaufst dir das. Ne? Selber schuld, ne? Nein, aber ich liebe diesen Schmuck. Mein Mann weiß das auch. Ich liebe einfach diesen Schmuck und diese Möglichkeit. Und wie gesagt, wenn ihr was habt, wenn was mit dem Schmuck nicht stimmt, ist alles gut. Solltet ihr, ich weiß nicht, ob der Purelay Adventskalender kommt, sollte der kommen, könnt ihr mich jederzeit, wenn irgendwas ist mit Purelay von Lieferung und so weiter, könnt ihr mich aber auch anschreiben, weil ich habe einen Kontakt zu Purelay, wo ich dann nachhaken könnte für euch, dass alles
alles noch in Ordnung geht und dass ihr euch nicht ärgert oder so. Ich hatte das auf dem letzten Event erwähnt, dass ich da keinen Ansprechpartner hatte und habe daraufhin jetzt einen Ansprechpartner gekriegt, wo ich mich melden kann, wenn irgendetwas ist und ich euch das bewerbe, Pure Relay, die Firma, und irgendwie keine Möglichkeit habe, dann, wenn hier auf meinem Kanal irgendwas gesagt wird, das zu klären für euch, weil das war mir sehr unangenehm. Das habe ich denen auch gesagt, dass das mich tatsächlich ein bisschen nervös gemacht hat. Gerade wenn du sowas wie Adventskalender bewirbst, die relativ teuer sind. Bewerben von freiwillig. Ich kaufe es tatsächlich und da ist der große Unterschied. Ich kaufe mir all diese Produkte nicht für YouTube, sondern für mich selbst. Mich überzeugen gerade diese Produkte total und mega und ich freue mich drauf und deswegen gibt es dieses Video. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und denke so 20 Minuten, Ivan, 20 Minuten, denkt dann aber, komm, es sind 2 Abos, es ist alles gut und manchmal muss man auch einfach ein bisschen quatschen und sich die Zeit nehmen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ihr meinen Kanal mögt, wenn ihr die Adventskalender sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Das sage ich tatsächlich eigentlich nie, aber ich würde mich trotzdem mal drüber freuen, wenn ihr, weil es ist für euch ein Klick und für mich ist das die Möglichkeit, irgendwann Kooperation auch zu kriegen. Es muss nicht sein, ich kaufe mir die Sachen selber, aber es ist natürlich die Möglichkeit für mich und von daher wäre ich natürlich dementsprechend dankbar. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao!